Testspiel in Hovestar. Der SV Germania empfängt den Bezirksligisten, den TuS SG Östinghausen. Östinghausen war Tabellenführer in der Bezirksliga, bevor die Saison Corona-bedingt abgebrochen wurde. Der prominenteste Neuzugang, Lukas Steinlein, heute nicht dabei. Besser bekannt als Lukas Football. Der Influencer dokumentiert mit über 300.000 Abonnenten auf YouTube seinen Weg zum Profi. Wir sehen das Spiel der SV Germania Hovestad in den grünen Trikots mit der ersten Möglichkeit. Das war Daniel Horstschäfer. Die Gäste ganz in schwarz mit ihrer ersten Offensivaktion. Das sieht geschmeidig aus von Sebastian Schlief. Der Abschluss ist allerdings alles andere als zwingend. Östinghausen spielte sich viele Möglichkeiten heraus. Hier sehen wir einen Eckball, der direkt auf den Kasten kommt. Klasse aufgepasst von Keeper Kevin Einhoff im Tor des SV Germania. Wir sind schon Mitte der ersten Hälfte, jetzt sehen wir die beste Chance des gesamten Spiels. Sebastian Schlief liegt vor und da ist die Möglichkeit für Jonas Nilis, aber der zimmert den Ball in den zweiten Stock. Trotzdem ein toller Angriff, super gespielt in den Rückraum. Jonas Nilis, da war es fast schwieriger, den Ball über das Tor zu schießen, als auf das Tor von Keeper Kevin Einhoff. Östinghausen war die bessere Mannschaft, allerdings spielte man sich wenig zwingende Chancen raus. Jonas Nilis wollte unbedingt seinen Fehlschuss wettmachen, dieser Abschluss war nicht schlecht. Zur Pause steht es trotzdem 0:0. Germania Hovestad macht das dem Bezirksligisten richtig schwer. Wir gehen rein in die zweite Hälfte und das ist der Abschluss von Mirsad Masuku. Eingewechselt, der Mann mit der Nummer 11. Gute Bewegung, der Abschluss war nicht wirklich gefährlich. Gefährlich wird es auf der anderen Seite. Das ist das 0:1 aus Sicht von Hovestad. Östinghausen trifft, Marius Vogel ist der Torschütze. Ein toller Kopfball, die Ecke punktgenau an den Elfmeterpunkt. Marius Vogel nickt ein ins lange Eck. Kevin Einhoff zum ersten Mal überwunden. In der Folge versuchte Hovestad hier natürlich den Ausgleich zu machen. Wieder Mirsad Masuku und dann stochert Marc Serbrock nach. Keeper Pierre Wamba beschwert sich da etwas, aber alles im grünen Bereich. Die zwingenden Chancen waren dann zum Schluss auch nicht bei Hovestad. Östinghausen hatte noch eine gute Szene. Das ist der eingewechselte Max Schröder mit dem Abschluss. Und der zweite Ball wird auch verteidigt. Am Ende bleibt es beim 1:0 für Östinghausen. Ein guter Test für die Mannschaft von Dirk Meinke. An dieser Stelle wünschen wir beiden Mannschaften viel Erfolg in der kommenden Spielzeit. Es sieht so aus, als wären beide Teams gut gewappnet.